Ja, das ist einer der wenigen Feiertage neben Ostern, Weihnachten. Was gibt's noch so für englische Feiertage? Neuer? St. Patrick's Day. Ja, genau, Neujahr, Manuel, nein, Sylvester Stallone. Na, okay. Oh ja, das ist natürlich ein sehr guter Grund, aber klar doch, haha. Ich sehe manchmal in den Kommentaren größerer YouTuber, wer mich subbt, bekommt x100 zurück. Ich habe manchmal solche Thanksgiving, genau. Aber das ist nicht, Ja. ich glaube, das ist nicht England. Das ist nicht London. Thanksgiving ist amerikanisch. Ja. Und ich glaube, das war zu so einer Zeit, da hatten es die Engländer und die Briten. Ich wollte die Engländer und die Briten sagen, ja. Die Amis und die Briten nicht so miteinander. Jedenfalls, Ja, wo waren jedenfalls. wir? Wo waren Was wir? ist Godwinsday? Ja, Godwin's Day, Goodruns Day ist ein höchst geschichtsträchtiger Tag, musst du wissen. Hallo, gelbe Katze. Vor vielen, vielen Jahren. Katze! Böse Mieze-Katze. Tatze. Mieze Katze. Tatze. Böse Mieze Vor vielen, vielen Jahren trat hier in der Hauptstadt der heilige St. Patrick vor den König des Landes. Eure Hoheit, eure Untertanen sind erschöpft. Sie arbeiten zu hart. Seht ihr ne denn nicht, wie sie leiden? Der König schaute ins Land und sah, dass der Heilige recht hatte. Was? Ach du heiliger Bimbam. Der hatte recht. War der rechts? Der hatte rechts. Dem König war es peinlich, dass er die Not seiner Untertanen ignoriert hatte, und er machte diesen Tag zu einem Feiertag, den er nach dem Heiligen benannte. Natürlich weiß niemand, ob das wirklich so war, aber auf jeden Fall ist heute ein Feiertag, an dem niemand arbeiten darf. Oh, das ist wie, gibt es solche Feiertage hier in Deutschland noch? Also es gibt den Tag der Arbeit, aber ich denke, es gibt immer irgendwelche Tage, wo mindestens Restaurants geöffnet sind oder Ja, sowas. ja. Ja. Niemand darf arbeiten. Der Sonntag, an dem ruhte er nämlich. Ganz recht. Es wäre furchtbar unhöflich, wenn man als Bewohner Londons heute arbeiten würde. Diese Traditionen sind unglaublich wichtig, weißt du? Und davon abgesehen, seinem Volk ging es plötzlich viel besser, nachdem sie im Jahr einen Tag hatten, an dem sie sich ausruhen konnten. Das nenne ich effizient. Nein, du bist so eine so moderne und der Zukunft zugewandte Frau und trotzdem schätzt du die alten Traditionen. Du bist eine echte Inspiration, Miss. Du könntest doch in eine Partei eintreten. Nein. Du meinst, sie ist ein echter Faulpelz? Ja, deswegen könnte sie auch in diese Partei eintreten. Und wenn heute ein Feiertag ist, was machst du dann im Büro, Nadelstreifen? Oh, ich wollte einfach nur Miss Layton besuchen. Keine Angst, ich werde sie nicht, nein, also ich werde nichts tun. Ihr. Also, Miss, noch eine Tasse Tee. Aber er tut doch dann was. Ja, keinen Handstreich, klar. Ich streich dir gleich mit meiner Hand durchs Gesicht. Das ist doch keine Arbeit, Shirl. Mich um Miss Layton zu kümmern ist keine Last. Es ist mein Daseinsgrund. Es ist mein Schicksal. Ohne mich würde sie jämmerlich sterben, weil sie nichts alleine erledigen könnte. Ey, so ein Schleimer. Ja. Einige Feiertage werden noch erfunden. Ja, Ja. zum Beispiel der 4. Mai. Gegenteilstag. Gegenteiltag. Ja, an dem macht man das Gegenteil, was man, von dem, was man sonst macht. Das Ja, Blöde natürlich ist, wenn der auf ein arbeiten. Wochenende fällt. Aber die meiste Zeit fällt er ja nicht auf ein Wochenende. Ja. Nachdem ich dir keinen Lohn zahle, gebe ich dir da voll und ganz recht. Hier zu sein ist keine Arbeit für dich. Du zahlst ihm keinen Lohn? Manches wäre ihm egal.
Er würde auch so mein Assistent sein. Ganz recht. Mir macht das nichts aus. Der Job hier ist einfach das Beste. Und also, um ehrlich zu sein... Das würde mich auch so triggern. Und es macht mir auch gar nichts, dass ich in Wirklichkeit... Also, dass ich unter einer Brücke wohnen muss, wenn ich nicht gerade hier im Büro bin. Eben. Weil einfach der einzige Grund meines Lebens ist, sie zu bedienen und... Er kann nicht mal richtige Arbeit deswegen machen. Kann er mal ein Rückgrat entwickeln? Naja. Oder ein bisschen Selbstwertgefühl? Mit dem Gesicht nicht. Also, das ist doch was ist denn da los? Punktestand: ja. 63 zu 59. Und willst du Detektiv Pikachu Let's Playen? Es ist ein Detektivspiel. Hat es Rätsel? Ich würd's vielleicht machen. Okay. Aber nur wenn, ich habe gehört, das soll eine Synchro haben. Und ich würde es echt schlimm finden, wenn die Pikachu eine Stimme geben, die... Pika, Pika! Die nicht so klingt. Also sowas wie... Ich löse Fälle und ich bin ein Detektiv. Pika, Pi! Pikachu kann reden. Ja. Ja. Genau, deswegen. Ich dachte, das wusstest du. Pika, Pika. Obwohl, da kann ich ja, wenn es nicht alles vertont ist, dann kann ich ja Pika, Pika. Eine vernünftige Pikachu-Imitation machen. Pika, 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 Pi. Pika, Pi. Okay, Job. Ja. Ist einfach das Beste. Oh Gott. Das ist aber Ketchup. Ketchup? Ist das Lieblings von Pikachu? Ja. Natürlich. Ketchup ist das Beste? Ja. Für Pikachu. Ash Ketchup. Hm. Wenn du... kennst du das DS-Spiel Ghost Trick Phantom Detective? Kenn ich nicht. Ja, die Stimme von Pikachu soll recht tief sein, genau. Übrigens, es wird dazu auch ein Film gehen, weißt du das? Nein. Pikachu wird an sich gemotion-captured und gesprochen von Ryan Reynolds. Sagt dir der Name was? Ja, aber wer war das nochmal? Ich versuch grad aus einem Film, den wir letztens gesehen haben, ein Zitat. Den wir letztens gesehen? Mhm. Harry Potter? Francis, wo bist du? Komm raus! Hä? Moment. In welchem Film war Francis? In welchem Film hat ein Typ nach einem Francis gesucht und Welcher Francis? Da hat sich der Protagonist nämlich über den Namen noch lustig gemacht. Oder ein anderes von jemand anderem aus dem Film Zitat. Dein Gesicht sieht aus, als hätte eine Avocado mit einer... Deadpool! Ja! Deadpool ist Pikachu! Alter, nee! Also, er wird sicher nicht... er macht nur Motion Capturing und die Stimme, aber ja, die Stimme kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass das... Ja, stimmt! Du hast dich einfach ohne Gegenwehr hingelegt und dich von ihr überfahren lassen! Natürlich! Bist du deswegen voller Nadelstreifen? Oh, wir haben einen Besucher. Gut, dass ich jetzt das Thema wechseln kann. Mhm. Wer das wohl sein mag am Godwin's Day? Wie er reinkam! Hast du das gesehen? Natürlich! Ich mag das so, diese Animation. Dopp, dopp. Das sah so schön aus. Das sah so schön aus. Ja. da sind sie ja, Cat. Im Himmel sei Dank, dass ich sie gefunden habe. Ja. Im Stream kam es nochmal. Wenn ihr Büro ebenfalls geschlossen gewesen wäre, hätte ich das Handtuch geworfen. Herr Jens,
sind ja ganz durch den Wind. Geht es um einen Fall? Um einen garstigen? Garstig ist noch gelinde gesagt. In all meinen Jahren als Ermittler hatte ich noch nie einen Fall, der so brisant war wie dieser. Potzblitz, was ist denn passiert, Herr Inspektor? Ich habe meinen Jahrestag vergessen. Ja. Wir sollten uns wohl besser anschnallen. Gut, Inspektor, raus damit. Ja, also, das ist ein... Nicht so rum, Mann. Das ist ein heikles Thema. Ich würde am liebsten gar nicht dran denken, ehrlich gesagt. Also, folgendes. Heute hat meine bessere Hälfte Geburtstag. Nein! Wie meine? Heute hat meine bessere Hälfte Geburtstag. Was? Ja, was hat das denn mit dem Fall zu tun, Inspektor? Der ist nur einmal im Jahr, müssen Sie wissen. Falls Sie das nicht schon so wussten. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Für dich. Für mich? Viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Für dich. Für mich. Ja. Und, also, um auf den Punkt zu kommen, ich habe ihn vergessen und ich habe kein Geschenk, keinen Kuchen, kein gar nichts. Also wirklich? Hier, kein gar nichts. Also wirklich? Aber ich glaube, das sorgt schon für Streit, wenn man länger zusammen ist oder verheiratet oder irgendwie so. Ja, also wenn ich deinen Geburtstag vergessen würde, ich glaube, ich muss... Vor allen Dingen meinen nächsten. Ja, deinen nächsten auf jeden Fall. Also der ist... Weil der ist nur einmal im Leben. Der ist nämlich nur einmal. Nee, dein Übernächster ist auch nur einmal im Leben. Aber dein Nächster ist halt, ja. Richtig. Ja, da wird sie endlich 14. Nein. Oh. Warte, mach noch mal. Ah, Mann. Ah. Das war immer nicht schlecht. Oh, musste ja passieren. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Was? Stimmt nicht. Ich kenne jemanden, der jeden Tag Geburtstag hat. Eine Eintagslüge. Wer ist das? Also jetzt wirklich, würde mich nicht überraschen, wenn sie mich dafür rauswerfen würde. Ich muss unbedingt etwas tun. Nee, die sieht nicht so aus. Obwohl, die könnte bestimmt, die sieht vielleicht so nett aus, ja. Aber in Wirklichkeit ist sie... Ich brauche sie, Cat. Weil sie mich rauswerfen wird, brauche ich eine neue Frau. Weil sie bald 14 wird? Darf man sie schon heiraten? Egal, ob sie wollen oder nicht. Ja, also ich habe auch kein Problem mit ihnen irgendwo hinzufliegen, wo das kein Problem darstellt. Sie müssen nur meinen Vater fragen. Ach, der ist ja gerade nicht da. Genau. Ich muss ja nicht mal bei ihrem Vater um ihre Hand anhalten. Überhaupt, was ist eigentlich mit der Mutter? Ich brauche ihre kleinen grauen Zellen. Ja, mit der Mutter eben. Das ist ja, das ist ja völlig... Das. Hä? Jeden Tag wird ihm zum Geburtstag gratuliert? Warum? Weiß ich nicht. Also die Geschichte will ich, also das, entweder ist da jetzt noch eine Pointe drin oder... Na jedenfalls, Sie müssen mich retten vor meiner Frau. Herr Inspektor! Das kommt aber plötzlich. Ich weiß nicht, ob ich schon da bereit dafür bin. Ah, ist ein Insider, okay. Ja, dachte ich mir bald. Hastings macht blau. Hastings ist blau. Den spreche ich dann auch so. Ich hatte mit einem Fall gerechnet, wie er noch nie da war. Und Sie geben mir den Auftrag, Ihre Ehe zu retten? Ist wohl nicht so dein Ding, was? Ich hatte immerhin schon 3 Ehen. Wie soll ich das können? Deins vielleicht, Charles? Wir sind doch keine Laufburschen. Ganz recht, Miss. Laufbursche zu sein ist das Schlimmste. Das weiß ich persönlich. Das weiß ich persönlich.